Headzum Lotto X hat ein cooles neues Event rausgebracht und ich habe es mir gestern zusammen mit euch angeschaut. In dem Livestream gestern habe ich zusammen mit euch das Event komplett durchgespielt, ein paar Jutes verlost und ihr seht jetzt die Zusammenfassung. Viel Spaß! Und da ist dann das neue St. Patrick's Update. Das St. Patrick's Event wurde geaddet, mit der St. Patrick's World natürlich, einer St. Patrick's Currency müssen sie natürlich extra erwähnen, super wichtig, St. Patrick's Pets, St. Patrick's Egg, Giant Rainbow Event, das interessiert mich, was das ist. Es gibt wieder Lucky Blocks. Ein Double Luck Event. Double Luck bringt uns auch nicht sehr viel. Wir bräuchten ein 300 Mal Luck, damit man es wirklich spürt. Power Leaderboard. Gucken wir. Ach, wieder für die Patch-Stärke. Okay. Bugfixes, Updates, Weekly. Okay. Zuallererst mache ich wieder meine Soundeffekte an, weil ich ja eben noch im Voice Chat war. So. Und dann gucken wir einmal. Hier haben wir Top Rap Worldwide. Und dann gibt es noch das Power Leaderboard, wo wir jetzt wieder die Patch-Stärke sehen können. Weil es wahrscheinlich Leute gab, die ihre Patch-Stärke vermisst haben. Kann man jetzt auf jeden Fall hier, da auch rechts geht das dann auch. Rap ist Victor vorne, Power bin ich vorne. Na gut, Victor hat auch ziemlich viele Pets hergegeben und ich habe immer noch viel zu viele von den Dingern hier rumliegen. So, gucken wir einmal in die Daycare und da habe ich noch 19 Minuten. Dann werden wir, nachdem wir mit dem Update fertig sind, das auch sehen können. Oh, dieses Mal gibt es auch wieder eine Kanone, die zum Event hinführt. Da wurde sich ja mal Mühe gegeben, eine neue Kanone zu basteln. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay, wir gehen dann einmal in St. Patrick's Event. Ich hoffe, dass ich dort auch farmen kann, aber wahrscheinlich nicht. Wir gucken es uns an und sehen Finish Quest 1 first. Dann haben wir eine Quest 2 und ein Break 150 Clover Coins. Das ist dann wohl die erste Quest. Okay, und hier oben gibt es schon wieder Eggs, die ich öffnen kann für 40.000 Minimum. Und da ist dann scheinbar auch ein Huge Pet drin, wie es in den Ankündigungen auch gesagt wurde. Okay, meine erste Aufgabe ist es, 150 von den Kleeblätter-Coins zu zerbrechen, zu stören, zu vernichten. Das werden wir dann einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob die hier zählen. Wir werden es herausfinden. Aber wenn ich viele zerstören möchte, dann setze ich mal wieder Pet-Sending auf Single, weil so ist das immer bei den Verlosungen. Jetzt werde ich Victor erstmal die Sachen wegklauen. Die Lucky Blocks sind jetzt grün. Ach, komm schon, Preston. Wir versuchen es mit TG2. Wir warten und wir warten und wir warten immer noch. So, jetzt sind wir wieder unterwegs und ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen was zerstören kann, um die Quest abzuschließen. Aber bisher ist noch nichts gedroppt. Hier steht sogar eins. Wo ist eins? Habe ich was dazu bekommen? Ich weiß es nicht. Ah ja, stimmt. Das Update-Hype-Gift. Wollen dir jetzt langsam mal Drops vom Himmel kommen? Hallo? Ich bin durch die ganze Welt durch und es ist noch nichts runtergefallen. Ich glaube, das neue Update hat einen Fehler. Ah ne, da hinten. Ein Lucky Block. Ein Lucky Block. Jetzt kommen sie langsam. Okay, sehr schön. Es dauerte nur ein bisschen länger. Alles gut. So, dann können wir jetzt alles in Ruhe hier abbauen. Immer die Lucky Blocks mitnehmen, weil da könnte ja theoretisch ein gutes Pet drin sein. Wird es aber sehr wahrscheinlich nicht. So, aber jetzt haben wir mit dem Update immerhin wieder ein bisschen was zu farmen. Und Lucky Blocks sind immer gut, weil Lucky Blocks, daraus bekommt man aktuell, also Pets, die in der aktuellen Phase halt ziemlich gut sind. Und die kriegt man überall. Und überall auch die relativ gleichen Chancen. Natürlich höhere Chancen mit besseren Game Pässen, ist klar. Das sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass man in der, wie heißt das, in der Hardcore-Welt sehr viel weiterkommt. Was ich auch beim letzten Lucky Block-Event gemacht habe, da habe ich dann genutzt, um die Hardcore-Welt weiterzuspielen. Noch eine weitere wichtige Information, falls ihr gerade diese Quest macht. Ihr müsst wirklich vorher an diese Wand gehen und Check Quest drücken, um wirklich sicher zu gehen, dass die Quest schon angenommen wurde. Ah, schön, dass es hier ein paar mehr Coin-Piles gibt. Aber das war schon immer so bei solchen Events. Wenn man dann in der Tech-Welt gefarmt hat, dann ging es eigentlich immer am schnellsten, weil die Tech-Welt hat so am meisten Platz für die ganzen Drops zum Landen. Also ich schlage euch vor, wenn ihr hier schnell farmen möchtet, dann geht am besten in die Tech-Welt. Ist natürlich blöd, wenn ihr keinen Private-Server habt und euch die ganzen Sachen weggeklaut werden. Das wird ja bei den meisten Leuten dann wieder so sein. Das ist einer der großen Vorteile davon, wenn man Geld ausgibt für einen Private-Server oder wenn man jemanden hat, der für einen Private-Server gekauft hat, so wie ich. Gucken jetzt nach. Purchase to unlock. Ah, jetzt muss ich auch noch kaufen. Alles klar, Preston, klar. So, in dem Egg sind dann wieder Huge Pets drin, vielleicht zu besseren Chancen. Ich weiß gar nicht, sind das die gleichen? Ich glaube, das sind die gleichen. Warte, ich will nochmal die Chancen sehen. Oh ja, die Chancen sind aber besser. Das heißt, man kriegt dann mehr Luck, wenn man diese Eggs hier öffnet. Und nur Müll. Alles auto-deleted. So, mein nächstes ist 50 Pots of Gold. Ich hab's gewusst. Natürlich, ich habe übertrieben mit 200, aber ja, 50 ist ganz nah dran. Ich habe eher gedacht zu 80. Gut, dann werden wir noch ein paar Pots of Gold zerstören. So, 2, 3, 4, 5, 6, nein! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vielleicht sogar 16, weil ich war mir nicht sicher, ob ich den am Anfang angeklickt habe.
Pots of Gold haben wir schon mal. Dann gehen wir nochmal in die Tech World, weil da habe ich einige stehen lassen. Klar, die Drops resetten sich, aber irgendwie merkt sich Pet Simulator das ja schon, wie die ungefähre Zusammensetzung war. Weil anders kann ich mir nicht vorstellen, dass dann plötzlich doch so viele weg sind. So, hier haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich einen übersehen? 6, 7, 8. So. Und dann kriegen wir die 50 ziemlich schnell zusammen. Spätestens, wenn ich gleich nochmal den Server wechsle. Hey! Hier sind einfach nochmal 3, 4 Stück. Klar. Aber hier hinten sind nur noch die ganz kleinen Dingers dazwischen, ne? Ja. Und dann noch einen. So. Dann werde ich nochmal den Server verlassen und nochmal neu auf den Server raufgehen, damit die Pots of Gold respawnen. Daycare müsste fertig sein. Genau. Claim all. Oh, 100 Millionen sogar endlich mal wieder bekommen. Lange her. So, dann kann ich wieder auf Enroll gehen. Ja, guck mal, und jetzt kriege ich auch wieder ein bisschen hiervon, ne? Ist auch gut. Kann man auch St. Patrick's Day Coins farmen. Und zwar um die 2 Trillion. In den nächsten 3 Stunden, wenn es gut läuft, nicht wahr? Oder 2 Stunden? Vielleicht auch 6, wenn es schlecht läuft. So, 2 haben wir. 3. Jetzt spawn nicht mehr so viele. Was soll denn das? Pet Simulator will mich unten halten. So, gucken wir gleich mal nach, wie viel ich noch brauche. Ja, und ich brauche noch... Ach, ich hab schon. Sehr gut. Jo. Okay. Participate in Giant Rainbow Event. Okay, ich muss dann... warten, bis das Giant Rainbow Event gestartet hat. Irgendwann vielleicht mal. Und dadurch kriege ich das letzte Ding freigeschaltet. Ein Mini-Komet ist landing in Oxalotl Deep Ocean. Das erste Mal, dass ich einen Kometen miterlebe und das noch live im Stream. Und dann gucken wir uns einmal den Mini-Kometen im Oxalotl Deep Ocean an. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Please? Da oben, da ist der Komet. Er kommt im Ozean an und... Oh. So, ich habe ja schon Triple Damage. Ich hau noch mehr Triple Damage rein. So, Triple Coins noch mehr... Super lucky, ultra lucky, man kann nie genug haben, nicht wahr? So. Und dann werden wir uns gleich auch um die Verlosung kümmern, weil die müsste ja aufgelöst werden in einer Minute, oder? Okay, in einer Minute findet dann die Huge Hellrock-Verlosung statt, wo es dann 3 Gewinner geben wird. Und... einsammeln, einsammeln, einsammeln. Aber ich habe kein Pet bekommen vom Kometen. Schade. Naja, dann eben nicht. Es gibt, glaube ich, auch keine großen Lucky-Blöcke, oder? Wenn es die gibt, dann sind die sehr viel seltener. Und wahrscheinlich trotzdem nicht besser. Gut, gucken wir noch einmal in den Briefkasten rein. Dankeschön für die Safari-Cat. KDWLO. Verlosung zu Ende. Okay. Gewonnen haben Mike Jar, Zauber und Timmy. Und von den 3 Gewinnern, die hier aufgelistet wurden, hat sich bis jetzt, zu dem Zeitpunkt, an dem ich das Video schneide, nur Zauber gemeldet. An die anderen beiden, ihr habt noch die Möglichkeit, falls ihr es noch nicht getan habt, auf dem Discord-Server im Verlosungs-Channel euren Roblox-Namen zu mir zu schreiben. Ihr wurdet da extra zu einem Ticket hinzugefügt, ich habe euch geaddet. Schreibt einfach euren Roblox-Namen rein. Wenn ich heute aufwache und dann an meinen PC gehe und ihr euren Namen immer noch nicht reingeschrieben habt, dann ist es zu spät, dann ist euer Gewinn weg und es wird neu verlost an irgendwelche anderen Teilnehmer der Verlosung, die dann nochmal 12 Stunden Zeit haben, um ihren Namen reinzuschreiben. Also macht es rechtzeitig. Wenn ihr das Video früh seht, habt ihr noch die Chance. Ich schlafe nämlich in der Regel ziemlich lange. Und ich habe ja gesagt, dass ich ein paar von diesen Event-Pads hier rausgeben werde. Also alle Event-Pads, die ich jetzt hier noch so habe, sowie den ein Scary Corgi, werde ich jetzt noch verlosen. Schreibt mir einfach eure Roblox-Namen in den Chat. Ich werde jetzt einmal ganz schnell ganz viele Leute abfrühstücken, die dann einfach ein paar Event-Pads von mir geschenkt bekommen. Schreibt einfach euren Roblox-Namen in den Live-Chat, um teilzunehmen. Ich role dann schon mal den ersten Gewinner. Das ist Mück und ich warte noch darauf, dass Mück seine Nachricht schreibt. Der nächste Gewinner ist Luge. Okay, Luge hat gewonnen und schickt jetzt hoffentlich gleich nochmal seinen Namen rein. So, Call of Kalash. So, dankeschön. Dann kopiere ich das, paste das hier rein. Du bekommst einen Party Dog. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Oh, und Zauber hat geschrieben im Dings. Er hat einen Huge Hellrock gewonnen, deswegen bekommt Zauber jetzt von mir auch den Huge Hellrock. So, ich schreibe einfach mal GG. Und Zauber, falls du den Stream sehen solltest, kannst du jetzt schon mal in deine Mailbox gucken. Du hast deinen Huge Hellrock bekommen. Aber ich muss an dem Event teilnehmen, um die letzte Quest abzuschließen. Deswegen muss ich das jetzt noch machen, sonst habe ich das Event ja nicht durchgespielt. Visit the Spawn. Oh ja, du hast recht. Ich bin manchmal ziemlich blind. Danke, Snickers Frog. Wie sieht's hier aus? Dauert noch. Na gut. Dann werden wir halt noch die letzte Minute hier ein bisschen was abbauen. So, da ist es. Ach, hier ist einfach so eine, ja klar, so ein Regenbogenpfad. Dann gehen wir einfach mal hoch, setzen all meine Pets daran, sogar Triple Coins auf der Kiste drauf. Das ist ganz gut, glaube ich, hoffe ich zumindest. Und jetzt müssen wir abwarten, bis das Ding abgebaut ist. Meinetwegen.
Oh, warte, wenn das abgebaut ist, kommt da hinten das nächste und dann das nächste und dann das nächste und dann das nächste. Und dann sind wir erst am Ende. Okay, das ist cool geregelt. Darf ich einfach rüber, please? Nee. Beschreibe ich dann auch noch Felix, dass der auch zu meinem eigenen kommen soll. Und dann einfach ein Emoji, dann kommt er bestimmt. Was sagt Felix dazu? Okay, cool. Er sagt, okay, cool. Komm, mein eigener, please, Conny. Ich bin Schmackbo. Komm mal, Schmackbo, Bro. Okay, ich komm, Schmackbo. Wir kommen alle Schmackbo. Alter, er hört sich 1:1 an wie Daniel. Ich komm, Schmackbo, Leute. Ich mach das über Schmackbo. Ich muss aber die Soundeffekte ausmachen. Bitte, bitte, bitte. So, dann mache ich Pet Sending of All. Hallo, Pet Sending of All. Wo ist Pet Sending? So. Felix! Felix! Hörst du mich? Felix! Felix hat kein Voice Chat. Felix! Warum hast du kein Voice... Warum höre ich dich nicht? Egal. Felix, du hörst dich durch Daniels Mikrofon 1:1 an wie Daniel. So, was kriegen wir jetzt hier? Hä? Aha. Bam! Nur Müll. Warte kurz. So. Einfach öffnen. Einfach öffnen. Wir öffnen jetzt einfach. Ich habe ein Mythical bekommen. Clover, Axolotl, alles klar. Wir öffnen einfach ein bisschen weiter und gucken, ob wir was Geiles hatchen können. So. Das hier befindet sich also am Ende des Regenbogens. Ein Topf voller Gold mit weiteren Töpfen voller Gold, in denen einfach Pads drin sind. Wie stark ist das Mythical? Okay, ich zeige euch einmal, wie stark das Mythical Pad ist. Dafür gehen wir hier einmal rein, scrollen ein bisschen nach unten und sehen dann... 1,3 Q Stärke. Ich kann es nicht einschätzen, wie gut das ist, weil ich nicht weiß, wie stark die anderen Dinger so normal sind. Aber wir werden schon sehen, denke ich. Bleibt der Topf voller Gold jetzt eigentlich hier für immer oder wird er irgendwann despawnen oder... Wie kann ich das verstehen? Ist er jetzt einfach irgendwann weg? Oder ist er erst weg, wenn der Server neu gestartet wird? Hier ist der Schnittkonni aus der Zukunft. Nach einer Stunde ist der Topf einfach weggegangen und ich wurde wieder zurück in die Lobby teleportiert. Übrigens, habt ihr mitbekommen, wie ich das Huge-Pad verlost habe? Also, wenn ihr auch ein Huge-Pad gewinnen wollt, kommt auf meinen Discord-Server. Da gibt's ab und zu Verlosungen. Und nehmt dann meinen Livestreams teil, denn da gibt's auch ab und zu Verlosungen, wie die hier. Also Leute, wenn ihr diesen goldenen Huge-Hayrock haben möchtet, dann schreibt jetzt einfach euren Roblox-Namen in den Chat. Für so 1-2 Minuten lasse ich das durchlaufen und dann sage ich dem Bot, dass er einen Gewinner picken soll. Ich muss natürlich vorher noch den Bot aufsetzen, also gib mir ein bisschen Zeit, dass der dann auch bereit ist, um eine Verlosung auf YouTube durchzuführen. Okay, ich pick jetzt einen Gewinner. Roll it. Und der Gewinner ist Cornelius FIFA. Okay, ich hoffe, du schreibst jetzt nochmal deinen Namen, weil wenn du deinen Namen nicht nochmal schreibst, dann finde ich deinen Roblox-Namen nicht. Also schreib nochmal deinen Roblox-Namen in den Chat, sonst muss ich einen anderen Gewinner picken. Ah, hier, da ist die Nachricht gelandet. Cornelius FIFA, du hast gewonnen. GG. Dann gehen wir einmal rein. Gehen auf Send. Ich paste deinen Namen rein. Deine Verantwortung, dass der Name richtig geschrieben ist. Deine Verantwortung, dass du Huge Pads auch über die Mail annimmst. Wenn du die Nachricht nicht annehmen kannst, wird das Pad jetzt neu verlost. Ich schreibe GG und gebe dir diesen Huge Hellrock in Gold. So, senden und hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Ey, ich habe einen Rainbow Mythical gezogen. Nice. Ey, ich habe einen Mythical gezogen. Nice. Ist das ein Event? Ja, das ist ein Event. Oh, ich habe ein Secret gezogen. So einfach geht das. Easy. Secret. Aber leider nicht in Rainbow gezogen. Also nutzlos. Sollen wir gleich gucken, wie stark das Secret ist? Wie stark ist das Secret, schreibt jemand. Na gut, dann gucken wir mal nach. So, das Secret ist... Ganz unten. 2,09 Q stark. Das heißt, das ist schon ziemlich stark. Das Mythical ist ja 1,3 Q stark. Ich weiß nicht mehr, wie stark das... Dings in normal war, aber naja, der hier Valentine's Bear. Aber ihr könnt euch ja schon mal denken, wenn der Clover Axolotl 9 Q Stärke hat in Rainbow, dass das Secret dann wahrscheinlich so 10, 11, vielleicht sogar 12 Q Stärke haben wird in Rainbow. Ich habe da noch sehr ewig weiter gehatcht, habe keinen Huge bekommen, leider. Was du jetzt machen kannst, mir auf Twitter folgen. Abgesehen davon, einfach auf das Video klicken, das dir hier jetzt angezeigt wird. Bis dann und ciao!